Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es einen Food Haul. Ihr seht auch die Sachen ein bisschen, ne? Diesmal. Wenn ihr mehr solcher Sachen sehen wollt, also Food Hauls, Taste Tests und alles im Bereich vegan, dann gerne den Kanal abonnieren, nicht verpeilen, ne, zu tun. Und gerne kommentieren, wenn euch das Video gefällt oder nicht. Liken, disliken, das ist ganz cool. Ist so ein bisschen einfach Feedback von euch und überhaupt Interaktion ist wichtig, ne? Wir wissen, wichtig. Jeden Mittwoch, 19 Uhr gibt es ein neues Video. Falls ihr euch das nicht merken könnt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich FunnyPilgrim. Da poste ich mich immer genau in der Story. Bald ist ja ein Sticker da. Könnt ihr mit dem Sticker direkt zum Video gelangen. So, jetzt zeige ich euch ein paar Dinge, die wir gekauft haben. Also, als allererstes Salz, Dill, Gurken. So, Salz-Dill-Gurken sind wieder da. Ich liebe sie sehr. Ich brauche sie. Dann geht's mir gut. Dann Simply V Käse, würzige Genießerscheiben. Die mögen wir ganz gerne. Die sind nämlich, ich finde, das sind die einzigen von Simply V, die gut roh auch, also kalt schmecken. Sonst die anderen sind einfach fad. Die haben schon so ein bisschen mehr so diesen käsigen Geschmack, ne? Dann nochmal Pasta, weil also genau die Packung habe ich letztens schon geholt und die ist alle. Brauchen wir wieder. Das ist einfach Vollkorn Fusilli. Genau. Ich habe immer ganz gerne so eine Variante aus, also so Spaghetti müssen immer da sein und ich brauche immer etwas, was so wie Fusilli oder Penne oder so kurze, also so Röhrchen oder sowas, ne? Ist egal, Rigatoni, irgendwas in der Art. Das muss immer so, ich brauche immer diesen Mix, entweder das oder das. Ja. Dann Like Chicken. Wieder, also von Like Meat. Das mögen wir echt ganz gern, weil das so gut einsetzbar ist. Also gerade, weil die auch nicht so gewürzt sind. Das sind die, die ungewürzt sind quasi. Also es sind schon gewürzt, aber die haben keine Geschmacksrichtung. Wisst ihr, was ich meine? Kein Barbecue oder so, voll viel Paprika oder sowas. Sondern sind sehr neutral und die kannst du halt echt überall drin verwenden, wo du normalerweise dein Hähnchen damals reingeschmissen hättest. Oh mein Gott, machen wir nicht. Deswegen machen wir das Like Chicken rein. Schmeckt genauso wirklich. Meine Mutter ist immer wieder baff, ja. Die ist nämlich in letzter Zeit sehr oft hier, nur zur Info. Und sie ist ja nicht vegan, aber sie ist natürlich hier immer nur vegan. Und sie ist jedes Mal baff, was ich koche. Jedes Mal. Alles schmeckt ihr und sie ist jedes Mal baff. Was? Das ist vegan? Jedes Mal, wirklich. Das ist sehr spannend, von meiner Perspektive aus wieder so zu sehen, dass jemand so verblüfft sein kann, weil tatsächlich gibt es einfach so viel jetzt auf dem Markt, so dass du einfach alles nachbauen kannst, was du früher mal gegessen hast, aber einfach nur vegan. Und ja, meine Mutter ist deswegen absolut baff. So, dann Oatly, die Hafer Calcium, die hole ich mal ganz gerne für mein Müsli. Ich wechsle, manchmal hole ich auch eine andere, also, aber ja. Ich mag ganz gerne, wenn es Barista ist oder Calcium für mein Müsli. Dann Pizzamehl. Einfach, dass man es da hat. Ich finde wirklich, tatsächlich schmeckt Pizza besser, wenn du Pizzamehl benutzt, auch wirklich. Weil das wird richtig schön knusprig. Also das ist schon dafür gemacht, ja. Also die Mehlsorten machen Sinn. Dann haben wir geholt Gurken, nochmal Gurken, Sandwich-Gurken sind das. Die schmecken ganz gut in Hotdogs. Und das haben wir nämlich geplant, dass wir Hotdogs machen werden. Dann Tomaten, ein paar Frühlingszwiebeln, das ist auch so basic, was ich immer da haben muss. Dann habe ich nochmal ein Mehl und zwar Buchweizenmehl. Das habe ich da, weil ich vorhabe, demnächst wieder Crepe zu machen. Da habe ich auch ein Rezept schon mal gepostet auf Instagram, ein Reel. Also schaut euch das gerne an, wenn ihr mein Crepe-Rezept sehen wollt. Da ist das detailliert geschrieben und man sieht auch, wie ich das mache. Dann, das ist mein Mann, dann Brokkoli. Bio-Brezeln, die habe ich jetzt das erste Mal bestellt. Mal sehen, wie die so sind. Aber ich mag ganz gerne in letzter Zeit die Brezeln dippen in so eine Nuss-Nougat-Creme. Das ist so mein Thing zurzeit. Wirklich so abends gerne sowas snacken. Mhm. Dann Gemüseglück von Schwartau und zwar Sonnentomate mit Basilikum am Brotaufstrich, einfach so ein Gemüsebrotaufstrich. Haben wir nämlich gerade nicht da gehabt und das ist mal ganz gut für Brotzeit. Dann ein Burger, ich glaube diesen hier habt ihr mir schon mal empfohlen auf Insta, dass das so der bessere, vielleicht der beste Burger ist. Ich meine, wie viele Burger haben wir schon probiert? Fast alle, diesen hier tatsächlich noch nicht. Ich werde mal sehen. Ich bin ganz begeistert von der Marke Follow Food. Die haben echt ganz tolle Fertigprodukte, muss ich sagen. Also die auch noch so gehen, wisst ihr, was ich meine? Also nicht so viel Kram drin haben, die wirklich ganz lecker schmecken, die tatsächlich schmecken wie selbstgemacht oder sehr gut gewürzt sind, so wie diese Mini-Ravioli, die ich ganz gerne mag, tief gefroren. Genau, die habe ich schon öfter gekauft in letzter Zeit wieder, weil es muss halt schnell gehen. Gell? Keine Zeit. Baby ist da, Baby schreit, will sich nicht ablegen lassen. Dann muss ich halt schnell machen. Genau, und dann gibt es halt das hier. 2 vegane Patties sind es auf Seitan-Basis. Bin gespannt, so ab und zu mal wieder Lust. Man muss ja auch keinen Burger damit machen. Kannst ja auch so essen, ne? Und was anderes dazu. Genau. Dann Joghurt. Das ist hier der Natur ohne Zucker von Alpro. Hole ich mal ganz gern ohne Zucker, damit du den auch herzhaft zubereiten kannst, wenn du so einen Dip haben willst oder so. Mie-Nudeln für schnell gebratene Nudeln. Ich sag euch, die gehen in 10, 15 Minuten, habe ich das gemacht. Schmeckt super lecker wie Takeaway. Dann haben wir wieder geholt Knoblauchbrot. Wisst ihr, dieses, was ich mal im Taste-Test hatte von Megle. Mein Mann ist begeistert davon. Der hat das jetzt schon mehrfach wieder gekauft, weil das so lecker schmeckt. Schmeckt auch wirklich lecker. Es ist sehr fettig allerdings, wenn man das so rausholt. Man muss, es ist so eine Schweinerei jedes Mal. Danach kannst du dir den Ofen mal wieder vornehmen und putzen. Dann Sauerkraut. Genau, einfach für unsere Hotdogs. Für unsere Hotdogs. Und wieder die Laugenbrezeln, die haben wir schon raus und schon tiefgefroren, weil die einfach lecker sind. Das ist auch wieder so ein Schnellgeh-Ding. Wenn wir zum Beispiel irgendwie rausgehen und wir haben doch noch Hunger, schnell noch eine Brezel in den Airfryer rein und dann mitnehmen. Das ist das Ding. Genau, das war jetzt wieder mein Food Haul. Obst, Gemüse, Box war mal wieder bei Insta zu sehen. Habt ihr vielleicht gesehen? Habe ich jetzt hier nicht zum Auspacken, kam schon. Und das sind die anderen Dinge, die wir noch so besorgt haben. Genau, also ein schneller, kurzer Haul für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Schaut gerne auf Insta vorbei. FunnyPilgrim heiße ich dort. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!